Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Rechnung. Als professioneller DJ, der auch ein Gewerbe angemeldet hat, wirst du sicherlich Rechnungen ausstellen und deine Auftraggeber werden nach einer Rechnung verlangen. Und hier gibt es einiges, was du zu beachten hast, damit die Rechnung eben auch stimmt, und das Ganze gehen wir jetzt durch. Deine Rechnung ist definitiv unverzichtbar für einen professionellen Auftritt. Es gibt viele Veranstalter, die überhaupt erst gar keine DJs buchen, die keine Rechnung ausstellen können, denn die Veranstalter möchten ja die Ausgaben, die sie mit dir hatten, dann auch wieder steuerlich absetzen, und insofern hier keine Rechnung existiert, können sie das Ganze auch nicht machen. Und außerdem zeugt es auch davon, dass du das Ganze noch nicht auf einem so hohen professionellen Level betreibst. Und es könnte auch natürlich auch Indiz dafür sein, dass du noch kein sehr guter DJ bist. Du brauchst auf jeden Fall eine Rechnungsnummer auf deiner Rechnung, die individuell ist. Also nur diese eine Rechnung hat auch genau diese Rechnungsnummer. Und die kannst du frei wählen. Also du kannst da eine 20 Stellen lange Rechnungsnummer draus machen, wenn du möchtest. Das empfehlen wir dir aber definitiv nicht, damit machst du dir nur unnötig das Leben schwer. Mach's umgekehrt auch nicht zu einfach, fang nicht einfach bei der 1 an und immer mit der nächsten Rechnung schlägst du einfach 1 drauf, weil hier gibst du dann zu viele Einblicke eben in deine Bürokratie, wenn jemand eine Rechnung bekommt mit der Rechnungsnummer 3 und es ist November, dann zeugt das ja auf jeden Fall davon, dass du bis jetzt dieses Jahr noch nicht so viele Auftritte hattest. Und da muss man den Leuten ja nicht unnötig offene Karten zeigen. Am besten machst du hier eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Wenn du das Ganze mit einem Monat und einem Jahr und eben der Rechnungsnummer, der eigentlichen Anzahl der Rechnung kombinierst, dann kommst du hier auf eine Zahl, die in erster Linie mal für jemanden, der nicht weiß, was dahinter steckt, sehr kryptisch ist. Aber für dich, da du ja weißt, was die einzelnen Ziffern bedeuten, ist es sogar noch einfacher, als wenn du einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 nehmen würdest. Denn hier hast du dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel eben nachzuschauen, mal eben, oh okay, diese Rechnung stammt aus dem Januar 2017. Deswegen ist es eine clevere Methode und würden wir dir auf jeden Fall auch ans Herz legen. Generell kannst du dir natürlich alles überlegen. Du kannst das Jahr zuerst machen oder du überlegst dir irgendwelche Fantasiezahlen. Hauptsache, es macht für dich irgendwie Sinn und die anderen können da nicht direkt Einsicht erhalten. Die Umsatzsteuer musst du bei Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung nicht ausweisen. Also hier fallen die 19% Mehrwertsteuer weg. Das bedeutet also, das, was du auf die Rechnung schreibst, ist dann genau das auch, was du einnehmen wirst. Den Rechnungsinhalt solltest du am besten einmal in tabellarischer Form auflisten und dann nochmal kurz darunter eben das Ganze nochmal schriftlich ausformulieren, insofern du eben ein DJ-Set hattest und dafür 200 Euro bekommen hast. Dann schreibst du eben hin, DJ-Set, Anzahl 1, Gage so und so viel, 200 Euro, zack, Gesamt 200, wenn wir mal von der Kleinunternehmerregelung ausgehen. Insofern du umsatzsteuerpflichtig bist, dann kommt da natürlich noch eine Spalte mit Netto-Brutto eben mit 19% dazu. Und dann kannst du darunter einfach noch schreiben, für die angenehme Zusammenarbeit am so und so vielten und dort bedanke ich mich bei Veranstalter XY und erlaube mir eine Gage in Höhe von 200 Euro hier auszurufen. Genau, dann kannst du auch noch sagen, vielen Dank für die angenehme Zusammenarbeit eben, und das macht dann immer einen höflichen Eindruck. Kann nicht schaden, sowas. Und wenn du möchtest, kannst du sogar auch noch die Rechnung generell optisch ein bisschen aufwerten, indem du vielleicht dein DJ-Logo in einer Ecke platzierst und vielleicht deinen DJ-Namen irgendwo eben auch noch so platzierst, dass das Ganze optisch auch noch was hermacht. Das muss natürlich nicht sein, aber es ist doch immer angenehmer, wenn man eine hübsche Rechnung in der Hand hat, als was Tristes, was gefühlt mit der Schreibmaschine zusammengenagelt wurde. Deine Rechnung solltest du auf keinen Fall niemals einfach so übergeben, als zusammengefalteter Zettel. Am besten dann noch irgendwie zerknittert, weil es auf dem Weg zum Gig ein bisschen chaotisch war und du das einfach schnell irgendwo reingesteckt hast. Das geht gar nicht, das ist absolut unprofessionelles Auftreten und solltest du hier dringendst
vermeiden. Da zeugst du eher davon, dass du ja, deine ganze Organisation nicht ganz unter Kontrolle hast. Und deswegen, die Rechnung gehört in einen Briefumschlag. Hier kannst du natürlich die Rechnung so zusammenfalten, wie es sich gehört, dass es man in den Briefumschlag stecken kann. Das muss kein DIN A4-Umschlag sein, aber eben wenigstens der klassische Briefumschlag. Und den dann übergeben. Und da schreibst du dann noch eben drauf zu Händen XY, eben der Veranstalter oder Booker, was auch immer. Und dann sieht das Ganze auch gut aus und passt. Logischerweise musst du hier keine Briefmarke draufkleben, insofern du das Ganze händisch übergibst. Deine Rechnung musst du 10 Jahre lang aufheben, insofern du sehr viele DJ-Gigs spielst. Hoffentlich kommt da natürlich einiges zusammen. Aber ja, du wirst wohl hoffentlich in deiner Wohnung einen Platz finden, wo du mal diese ganzen Ordner parken kannst. Das ist eben Gesetz, wenn du hier als Selbstständiger aktiv bist. Und ja, daran musst du dich halten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ein Exemplar solltest du immer für dich ausdrucken und eins für deinen Auftraggeber. Denn so hast du hier auch noch den Beweis, was auf der Rechnung mal stand. Insofern von der anderen Seite dann auf einmal behauptet wird, nee, das war doch eigentlich ganz anders. Da eben hast du hier nochmal den Beweis. Deswegen auch wichtig, dass du beide Exemplare mitbringst und diese auch beide unterzeichnen lässt. Wenn du das Ganze eben einfach nur zu Hause hast und der Veranstalter hier nicht unterschrieben hat, dann kann ja jeder viel behaupten. Und deswegen ist es wichtig, nimm hier zwei Ausführungen immer mit zu deinem Gig und lass hier beide unterzeichnen. Falls es Unklarheiten gibt mit der Gage, also die Verhandlung noch nicht so 100% war oder zum Beispiel du das Ganze auch an noch eine gewisse Klausel gehängt hast, dass zum Beispiel, wenn du länger spielst, eben du auch eine höhere Gage bekommst, dann pack hier zwei Rechnungen ein. Papier ist zum Glück nicht so teuer, als dass das nicht wert wäre. Und so bist du dann auf der sicheren Seite, bringst eben beide Exemplare mit. Und je nachdem, was dann zustande kommt, bist du gut vorbereitet, hast die richtige Rechnung dabei und kannst unterschreiben lassen. Wenn du hier die falsche Rechnung dabei hast und dann erstmal noch wieder zu Hause eine neue aufsetzen musst und dann deinem Geld hinterherrennen musst, dann macht das auf jeden Fall keinen Spaß. Das kann man sich durch diesen kleinen Trick leicht ersparen. Wenn du eben die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst, dann muss das hier auf deiner Rechnung draufstehen, denn es folgt kein Ausweis der Umsatzsteuer aufgrund der Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz. Und das muss eben bei jeder Rechnung unten kann ganz klein draufstehen. Das ist ja insofern nicht wichtig, es ist nur für die Theorie. Und dein Veranstalter interessiert das ja meistens relativ wenig. Aber eben das muss definitiv draufstehen. Was außerdem noch alles auf der Rechnung sein muss, ist der vollständige Name, die Anschrift, der Kontakt eben, komplette Anschrift des DJs und des Leistungsempfängers, also von zwei Parteien, das Ausstellungsdatum der Rechnung, dann die Definition und die Menge der Leistung. Bei dir wäre das dann eben üblicherweise ein DJ-Set, Menge 1, es sei denn, du einigst dich hier mit einem Auftraggeber, bei dem du eine Residency hast, dass du zum Beispiel nur einmal die im Monat eine Rechnung schreibst, dann kann es ja zum Beispiel sein, dass da eine 4 steht, wenn es jedes Mal einmal die Woche ist. Aber eben das muss auch auf jeden Fall mit drauf. Dann die Umsatzsteuer oder der Steuerbetrag, falls du diesen eben ausschreibst, je nachdem, wenn du das Ganze nicht machst. Nochmal der Hinweis, dass du hier diesen Satz der Befreiung drunter schreiben musst. Außerdem die Rechnungsnummer, vorhin auch schon besprochen, wie du die am besten aufsetzt. Dann der Zeitpunkt der Dienstleistung und der Auszahlung. Denn üblicherweise erstellst du ja die Rechnung vielleicht schon mal im Voraus oder umgekehrt, du erstellst sie im Nachhinein. Dann unterscheidet sich ja das Dienstleistungsdatum vom Datum der Ausstellung. Außerdem brauchst du die Info, ob der Betrag schon ausgezahlt wurde oder nicht. Eben, ob es vielleicht eine Anzahlung gab. Derartiges muss auch vermerkt werden. Und insofern du eben die Steuer ausweist, musst du dann auch den Brutto- und den Nettobetrag gesondert ausweisen. Außerdem brauchst du die Steuer- und die Umsatzsteuer-ID, die hier vermerkt sein muss, als auch dann eben ganz am Ende noch die Unterschriften von dir als auch von dem Veranstalter, dass beide hier bestätigen, alles d'accord, Geld wurde übergeben und so weiter, es passt.
Wir haben hier auch wieder eine Musterrechnung für dich hinterlegt. Das Ganze kannst du dir hier bei uns downloaden. Schau dir das mal an. Du kannst dir hier auf jeden Fall ein Beispiel daran nehmen. Am besten, du machst eine individuelle Rechnung für dich, damit du hier auch wieder ja eine Art Alleinstellungsmerkmal hast und es einfach Spaß macht, deine Rechnung in die Hand zu nehmen. Ansonsten eben bist du herzlich eingeladen, dich an unserem Muster zu orientieren und dann kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.